Schönen guten Abend. Michelle ist per Skype mit drin. Hallo Michelle. Hallo, schönen Abend. Wunderbar. Weil die Technik komplex ist, wie immer, bitte ich euch um Rückmeldungen, ob ihr Michelle und mich versteht oder ob der Ton möglicherweise verzerrt ist. Vielleicht können wir da noch was dran drehen. Die Voruntersuchungen haben ein klares Bild ergeben, also klare Töne, klare Bilder. Aber das muss ja nichts heißen für die Live-Übertragung. Also, was ist gutes Brot? Das bewegt uns immer. Und in diesem Fall ist das zum Beispiel ein gutes Brot. Das ist das Brot, um das es heute Abend geht. Michels Universalbrot in diesem Fall mit wunderbaren Haselnüssen. Charakterisieren wir kurz Michels Universalbrot. In diesem Fall ist es ein mildes Weizensauer-Mischbrot mit einem T65 Baguette-Mehl. Allein mit einem T65 Baguette-Mehl und durch eine milde Madre getrieben. Und wir gucken uns das Rezept an, wie das Rezept aufgebaut ist. Michelle verrät letztendlich ihre ganzen Geheimnisse mit Bildern, hat sehr viele Bilder gemacht, die wir uns nachher anschauen. Aber zunächst gehen wir in die Theorie, in das Rezept, in den Rezeptaufbau. Die Rückmeldungen sind bisher positiv, also alles ist gut verständlich und zu sehen. Ja, dazu vielleicht noch diesen einen Satz. Also wir warten kurz bei einem Folienwechsel, warten wir kurz auf Fragen. Wenn keine Fragen sind, gehen wir dann weiter in die nächste Folie. Dieses Rezept von Michel, was macht es so besonders? Letztendlich hat Michel Jahre daran gearbeitet und eine Feinabstimmung vorgenommen. Also immer wieder überlegt, was kann man besser machen, wie passt es besser in den Alltag und wie wird es zu einem Soulfood-Brot. Ein Brot, was man sich nicht überessen kann, was man jeden Tag essen kann und gerne essen kann. Und wo man sich freut, wenn es aus dem Backofen kommt. Dieses Brot passt in seinem Aufbau problemlos in den Arbeitsalltag. Das ist immer wichtig, wenn man auch noch einen Job nebenbei hat. Job nebenbei ist gut. Es ist einfach, es ist geschmackssicher. Das ist ja wichtig. Also ihr erinnert euch, man kann ein Brot versalzen, aber man kann es auch versauern, also zu sauer machen. Und das war für mich zumindest lange, lange Zeit ein Problem, gerade auch mit den Weizensauerteigen, mit der Madre. Wenn ich bäckerhefefrei arbeiten möchte, also nur mit einer Madre getriebenes Brot haben möchte, dann muss ich die Madre in den Griff haben, dann muss das Rezept passen. Und das bekommen wir heute Abend hin. Dieses Rezept entspricht insbesondere auch meiner Philosophie. Also ich bin Verfechter, der alte Bocuse hat das auch schon so gesagt, trainiert ein Rezept, dass ihr es wirklich aus dem FF könnt. Also wir machen heute ein Brotrezept mit einer Madre getrieben, ohne Hefe. Das ist schon relativ anspruchsvoll. Sandra hat in der letzten Zeit sehr viel die Anfänger bedient und wir haben uns gedacht, die Fortgeschritteneren möchten auch mal sich untereinander unterhalten, diskutieren, wie man an solche Rezepte dran geht. Es führen viele Wege nach Rom. Das ist einer davon, ein sehr stimmiger und ein sehr variantenreicher. Okay. Ich war bei Bocuse. Mir ist es wichtig, ein Rezept von der Pike auf und sehr gut letztendlich zu beherrschen, um dann in die Variationen zu gehen, in den Variantenreichtum. Und
Ihr werdet Michelle inzwischen auch, also die meisten von euch, als Feinschmeckerin kennen. Die hat eine Geschmackssicherheit. Und diese Geschmackssicherheit, das hat nicht jeder Mensch. Das habe ich jetzt im Laufe der Zeit festgestellt. Und die Leute, die das nicht so haben, diese Geschmackssicherheit, gerade auch in der eigenen Vorstellungswelt Aromen zu kombinieren, die greifen einfach auf erprobte Rezepte zurück und gucken, wer hat diese Rezepte erarbeitet. Ist derjenige es wert, dass man diese Rezepte tatsächlich auch kopiert? Gut. Zum Rezept oder erst zu Fragen. Waren bis hierhin Fragen? Ich habe euch wieder zugedonnert mit zugetextet. Michelle, gibt es Fragen? Das ist die Technik. Ich verstehe Michelle nicht. Wahrscheinlich versteht ihr Michelle auch nicht. Das ist eine sehr labile Skype. Ich habe eine Frage, aber vielleicht. Nee, Jetzt, bisher nicht. bisher nicht, jetzt verstehe ich dich wieder. Okay, dann gehe ich zum Universalbrotrezept von Michel. Ist Wir. eine. Genau. Ja. Wir setzen ein Sauerteig mit einer Madre an. Das Rezept für den Madre-Ansatz ist 2 zu 2 zu 1. Das heißt, zwei Teile Mehl, zwei Teile Madre, ein Teil Wasser. In diesem Fall haben wir ein T65 Mehl, das entspricht ungefähr einem Tipo 0 über den Daumen. Und beim Tipo 0 ist gerade in Norditalien steht häufig dabei, und zwar immer mehr, der W-Wert oder einer Charakterisierung durch eine Farbe. Ist es ein Tipo 0 violett, ist es ein Tipo 0 blau, ist es ein Tipo 0 rot oder ist es ein Tipo 0 gelb? Das Tipo 0 gelb eignet sich noch zum Keksebacken. Und das Tipo 0 violett, das hat halt einen sehr ausgeprägten, sehr starken Kleber. Okay, aber jetzt weiter zum Rezept. Wir lösen die Madre in den 100 Gramm Wasser auf und verkneten das Ganze dann mit, also homogen auflösen, das ist wichtig. Denn stellt euch vor, ihr habt so kleine Klümpchen, Madreklümpchen, nicht aufgelöste Madreklümpchen. In diesen Madreklümpchen befinden sich besonders konzentriert natürlich die Mikroorganismen und können dort nicht weiterarbeiten, weil sie kein neues Mehl bekommen. Das heißt also, die Madre muss wirklich homogen im Wasser aufgelöst werden. Und bevor dann das Mehl dazukommt. Das ist viel, viel, viel leichter als andersrum. Okay, das Ganze wird bei ungefähr 2 Stunden stehen gelassen, bei 28 bis 30 Grad. Wir bekommen eine Volumenverdopplung in der Zeit und stellen diesen Teig, diesen Vorteig dann in den Kühlschrank, 5 Grad, 12 bis 16 Stunden. Am Tag 2 setzen wir morgens einen Autolyseteig an aus 800 Gramm T65, 600 Gramm Wasser, lassen das 2 Stunden im Kühlschrank stehen. Okay, dann kann der Hauptteig zusammengemischt werden und wir haben zwei Teige von ähnlicher Konsistenz, also den Madre-Teig und den Autolyse-Teig. Und wenn Teige ungefähr ähnliche Konsistenz haben, mischen die sich viel besser, als wenn ich einen ganz festen Teig auf der einen Seite, also ein Biga T oder eine Madre mit TA 135, 138 habe und auf der anderen Seite Wasser habe. Also ihr könnt euch das als Kernsatz merken. Ungleiche Mischungskonsistenzen vermischen sich viel, viel schlechter als etwa ähnliche Mischungskonsistenzen.
Konsistenzen. Und wir haben hier zwei Teige, die sind ähnlich fest, die mischen sich sehr gut. Da brauchen wir nicht groß auf irgendetwas zu achten. Okay, der Hauptteig kommt also zusammen. Das Salz kommt dazu. Und irgendwann machen wir den Fenstertest. Durch die Autolyse dauert das Kneten nicht so lange. Michelle, wenn du mich verstehst, ich würde mich interessieren, hast du eine Ahnung ungefähr von der Teigtemperatur? Wir haben ja immerhin den Autolyseteig im Kühlschrank und auch die Madre aus dem Kühlschrank. Das heißt also, es sind eigentlich zwei relativ kühle Teige. Wie warm ist letztendlich nach dem Kneten der Teig? Also nach dem Kneten bin ich meistens so bei 22 Grad nur. Ja. Es wird Okay. auch nur mit der Grilletta 10 Minuten langsam geknetet und dann 5 Minuten schnell. Ja. Das ist also ein relativ kühler Start, ja, sage ich mal. 22 Und Grad, wenn ne? wir bei Temperaturen schon sind, Hildegard hat gefragt, wie warm ich das Wasser für den Sauerteig wähle. Ich mache das immer so ein bisschen mehr als handwarm, ja, wenn ich den Sauerteig Ja, ansetze. Ja. ja, ja. Gerade durch das Vermischen von dem Madre mit dem Wasser. Ist es dann zu, genau, ist es sonst zu heiß, ne? Genau. Und wenn das gut handwarm ist, dann haben wir ungefähr 28 Grad sicherlich. Das haut sehr gut hin, ja. 28 bis 30 Grad. Ja, wunderbar. Okay, kommen wir zur nächsten Folie. Der Teig ist ausgeknetet. Ihr habt den Moment, ich Fenstertest. habe hier noch Ja. eine Moment, ich habe hier noch eine Frage, und zwar wird gefragt, wie wir das auflösen. Also ich mache es, die Madre praktisch im Wasser auflösen. Ich mache es immer mit einem Handrührgerät. Man kann es aber auch mit der Hand eben vermischen, ja, oder mit einer Gabel. Also ich nehme Und der Michael fragt, also vielleicht erstmal noch, ich nehme also die, ich schneide die Madre in Würfel und gebe das Wasser dazu und Michael fragt noch, ob man eine Bassinage macht. ja, warte mal, also erstmal noch zur Auflösung der Madre und dann zu Michael. Ich löse die Madre auf, indem ich sie in Würfel schneide, das Wasser dazu gebe und in der Kenwood mit der Gummilippe aufschlage, mehr oder weniger. Und tatsächlich bis zur Homogenität, das sieht man sehr schön, dass sich die Klümpchen langsam auflösen. Und das dauert auch schon mal eine Zeit, weil ich eben diese stark unterschiedlichen Konsistenzen habe, von denen ich gerade geredet habe. Okay, Michael und Bassinage in diesem Fall haben wir nicht, weil wir ja, gut, wir könnten irgendwo Wasser zurückhalten. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn wir also sagen, okay, wir haben zwei Teige und wissen nicht, wie letztendlich diese beiden Teige dann ausgehen in der Teigfestigkeit, dann könnten wir zum Beispiel für den Autolyseteig, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich schau mal. Der Autolyseteig hatte 800 Gramm T65, 600 Gramm Wasser. Wenn man da von mir aus 50 Gramm Wasser zurückhält, das müsste gehen, um eine Bassinage zu verwirklichen. Ist ein guter Hinweis. Also wer eine Bassinage einbauen möchte, Bassinage heißt, man hält sich Schüttwasser zurück, um im Hauptteig die Teigkonsistenz zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Das heißt also, ein paar Milliliter, in diesem Fall 50 Gramm Wasser zurückhalten oder vielleicht auch nur 30 Gramm Wasser zurückhalten. Mehr kann man immer noch geben. Den Teig auskneten, den Teig prüfen. Ob der Teig so in Ordnung ist und ihr habt Erfahrung mit euren Teigfestigkeiten. Teigfestigkeiten mit einer Madre sind andere als Teigfestigkeiten bei Hefebroten. Das lernt ihr, das wisst ihr, die Anfänger werden es lernen. Und man kann dann eben das Wasser, was man zurückgehalten hat, diese 50 Gramm, entweder noch in den Hauptteig geben
So, wenn ungefähr dann, wenn er ausgeknetet ist oder wenn man die Teigfestigkeit beurteilen kann. Manche Teige ziehen auch noch an. Viele Teige oder manche Teige lassen nach. Das kann man gar nicht mal so genau sagen. Also das hat was mit dem Mehl zu tun. Aber das ist dann ein anderes Thema. Können wir immer noch diskutieren. Ihr kennt das Prozedere. Nach der Präsentation sind wir noch online im Chat, um die Fragen vertieft zu diskutieren. Okay, also Bassinage kann man machen. Man nimmt einfach 50 Gramm aus dem Autolyseteig zurück und gibt das dann beim Auskneten des Hauptteiges eventuell dazu. Gut, das war jetzt auch die Bassinage. Gibt es sonst noch Fragen? Also, entweder keine Fragen oder ich höre Michelle nicht. In diesem Fall mache ich weiter. Nee, genau, es sind keine Fragen. Ich habe dich aber die ganze Zeit sehr schlecht verstanden, Ach aber so. wir kriegen das hin. Okay. Ist kein Problem. Ja, solange die Zuschauer uns verstehen, geht das. Okay, also Genau. der nächste Schritt nach dem Kneten in die geölte Teigwanne und gleich einmal den und falten. Damit der Teig schön ordentlich aussieht. Man kann den Teig ja nicht einfach unordentlich in die Teigwanne schmeißen, so wie ein Schelin. 6 Stunden Stockgare, 26 bis 28 Grad, keine Fragen, denke ich. Ziehst du den Teig zwischendurch nochmal auf, Michelle? Also dehnst du? Eigentlich mache ich das nicht. Eigentlich nur einmal. Ja. Okay. Beim letzten Brot haben wir uns ja kurzfristig entschieden, da die Nüsse noch reinzutun. Da habe ich dann beim zweiten Mal mit eingearbeitet. Ja. Aber im Normalfall nicht. Und Nina fragt noch, warum wir keine Übernachtgare machen. Also für mich passt das Rezept eigentlich so gut in den Tag, weil das Brot dann eben abends fertig gebacken ist und dann bis zum nächsten Tag noch reifen darf, ja, weil der Genau. Sauerteigbrote am nächsten Tag besser schmecken. Ja. Ganz Und hier genau. ist noch eine Frage der Ja. Grillette. Da habe ich erst die ersten 10 Minuten wegen der Geschwindigkeiten. Ja. Da habe ich die ersten 10 Minuten auf Stufe 1 und die letzten 5 Minuten auf volle Pulle, also Stufe 10. Okay, das ist also das ist auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese Teigknetzeiten. Das hat sehr was mit dem Kneter zu tun. Punkt 1. Also das ist überhaupt nicht zu vergleichen, wenn ihr eine Bosch-Mumm habt oder eine Grilletta oder eine Kenwood. Da könnt ihr höchstens sagen, das ist so ein Pi mal Daumen wert. Und das zweite ist die Teigfestigkeit. Die Teigfestigkeit variiert sehr, sehr stark, erstens mit dem Mehl und natürlich auch mit dem Wasser. Ihr wisst nicht, wie genau ihr letztendlich messt eure Angaben. Wenn bei euch zu Hause 635 Gramm auf der Waage stehen und bei Michelle auch 635 Gramm auf der Waage stehen, heißt das noch lange nicht, dass ihr beiden 635 Gramm auf der Waage habt. Michelles Waage wiegt vielleicht zu viel und eure Waage wiegt zu wenig. Und dann habt ihr auf einmal 10 Gramm Differenz. Locker. Ohne zu zucken. Und das macht etwas in der Teigerwärmung, im Knetprozess hat das deutliche Konsequenzen. Das muss euch immer klar sein. Also, ihr müsst einfach euch mit den Teigfestigkeiten und mit dem mit den Knetzuständen auseinandersetzen, immer wieder Fenstertests machen, immer wieder Konsistenzen prüfen und dann irgendwann sehen, endlich habe ich meinen ersten Teig überknetet. Schätzt euch glücklich, wenn ihr das mal gemacht habt, denn die meisten trauen sich da einfach nicht dran und die meisten Teige sind zu Hause unterknetet und das ist einfach schade. Das Gashaltevolumen ist nicht so gut, das Brot wird nicht so schön voluminös, das braucht länger zum Backen, ist eher ein Backstein. Allein
in der Konsequenz, weil das Brot, weil der Teig nicht ausgeknetet wurde. Okay, also. Timo fragt jetzt noch, das Ja? ist, meint jetzt noch, der Grillet hat, das wäre sehr lange, aber also die 10 Minuten langsam und 5 Minuten schnell sind jetzt eigentlich nicht so lang, ja? Genau, und da kommt es wieder auf die Teigfestigkeit an. Wenn du einen relativ weichen Teig hast, dann passen die Angaben. Wenn du sagst, na, ich arbeite mit einer Bastinage, dann passen die Angaben wieder überhaupt nicht. Dann fliegt dir das ganze Zeug um die Ohren nach 5 Minuten, dann habt ihr wahrscheinlich die Teige überknetet. Wenn ihr mit Bastinage arbeitet, dann werden die Teige deutlich schneller ausgeknetet, weil das hört ihr der Maschine auch an. Die arbeitet stärker, die bringt mehr Wärme rein, die bringt mehr Energie in den Knetvorgang rein, wenn der Teig fester ist. Wenn der Teig flüssiger oder weicher ist, dann dauert es deutlich, deutlich länger. Und manche Teige bekommt ihr mit einer langsamen, zum Beispiel mit einer langsamen Alpha, Häusler Alpha, mit einem Gang, bekommt ihr überhaupt nicht ausgeknetet. Da sitzt ihr 24 Stunden dran und wartet. Okay, so viel zum Kneten. Wir teilen den Teigballen in zwei Teile und arbeiten ihn auf. 1,5 Stunden Stückgare bei Raumtemperatur. Und tatsächlich nach diesen 1,5 Stunden, sagst du, Michel, ist das Brot fertig zum Backen. Ihr backt entweder auf Backstahl. Meine Empfehlung ist immer auch Backen im Topf. Bevor ihr einen Ofen habt, der so ähnlich gute Ergebnisse bringt wie ein im Topf gebackenes Brot, müsst ihr sehr, sehr tief in die Tasche greifen. Okay. Oder sehr viele technische Spielereien einbauen in den Ofen. 250 Grad anbacken, und ungefähr 10 Minuten und bei 220 Grad 40 Minuten ausbacken. Das ist das Rezept und zwar das Grundrezept. Und das gilt es zu beherrschen. Und mein Vorschlag ist, trainiert euer Backwissen, euer Brotwissen erstmal an diesem Grundrezept. Beherrscht das Grundrezept. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema: Gemüsepüree in den Teig einarbeiten. Ja. Michel schlägt vor, also wie gesagt, dieses Rezept ist tatsächlich tausendfach erprobt. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass das, was hier steht, funktioniert. Und in diesem Fall arbeiten wir Gemüsepüree, Säfte, Kaffee, Tee, Kartoffelbrei in den Teig ein, indem wir das Zeug mitkneten und die Schüttflüssigkeit reduzieren. Das ist der Fall. Bitte? Da wäre ich dann auch wirklich vorsichtig und würde ein bisschen was zurückhalten, ja, weil Ja. da weiß man eben nie, wie viel Wasser ist in den Kartoffeln drin, ja, Ja. wie viel im Gemüsepüree, wie reagiert der Saft. Also da würde ich dann schon etwas Schüttflüssigkeit noch extra zurückhalten von der Autolyse, ne? Ja. Okay. Und welche Anteile gibst du, also tauschst du Kaffee oder Tee tatsächlich 1:1 mit der Schüttflüssigkeit aus? Das würde ich nicht machen, vielleicht höchstens die Hälfte. Okay. Gut. Kartoffelbrei-Anteil ungefähr, hast du einen Nee, Hinweis? das weiß ich jetzt nicht auswendig. Das habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Nee, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Also da bin ich mir Okay, also nicht mehr so sicher. mein Vorschlag ist, Aber ich würde halt auch wirklich nicht. Kartoffelbrei hat auch einen Milchanteil. Das heißt, Kartoffelbrei hat einen Lecithinanteil. Das heißt, kommen Emulgatoren dazu, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Frischhaltung. Es
Kartoffelbrei wäre so aus dieser Range, würde ich als erstes oder zweites, also Kaffee oder Kartoffelbrei, das wäre so meine, wären meine Favoriten in dieser Gruppe. Kartoffelbrei hält, lässt das Brot länger frisch halten und durch die Emulgatoren, Kartoffelbrei mit Milch-Emulgatoren, wird das Brot auch voluminöser. Okay. Kurz vor Knetende gibt man Saaten dazu, ein Saatenquellstück. Die Saaten, also wenn ihr zum Beispiel, meine Lieblingsvariante Saaten, Quellstück, das ist Leinsamen, Sesam, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Und die haben eine TA von 180. Das heißt, ich nehme ein Kilo dieser Saaten und gebe 800 Gramm Wasser dazu. 800 Gramm nahezu kochendes Wasser. Das ist mein Saatenquellstück, bei dem das Wasser vollständig aufgesaugt wird, vollständig aufgenommen wird und aber auch nicht mehr. Also mehr Wasser würde eben auch nicht aufgenommen. Das Verhältnis Wasser zu Saaten passt in diesem Fall. Und für mich ist es wichtig, dass ich da eben nichts wieder abseihen muss. Denn in diesem Wasser lösen sich natürlich auch Stoffe, die ich eigentlich lieber im Brot sehe. Deshalb TA 180 ist eine gute Sache. Körnerkochstück, da arbeite ich nicht mit. Michelle, wie setzt du das Körnerkochstück an? Hallo? Ja, Michelle, wie setzt du das Körnerkochstück an? Hallo? Ja, Michelle hört mich nicht. Das heißt, ich versuche aus meiner Erinnerung, in meiner Erinnerung zu kramen. Körnerkochstück ist, meine ich, 1 zu 5. 1 zu 5 Körner zu Wasser aufsetzen und kochen lassen. Und zwar so weit kochen lassen, dass letztendlich das Wasser, bis das Wasser verkocht ist. Und dann sind die Körner weich und man lässt das Ganze auskühlen und kann es dann in das Brot geben. Und zwar in diesem Fall kurz vor Knetende hinzufügen. Ich verstehe leider im Moment fast nichts. Okay, jetzt habe ich dich wieder gerade verstanden. Ich hoffe, dass vielleicht beobachtest du einfach ob auf Facebook in der Präsentation, ob meine Stimme darüber kommt. Oder ob es Ja, da negative Rückmeldungen gibt. Okay. jetzt höre ich dich wieder. Jetzt höre Ja, ich dich wieder. super, ich dich auch. Okay, also soweit haben wir jetzt die Kräuter, Olivenpaste, Körner und Saaten Was abgearbeitet. Das nächste wäre, ja? ich vielleicht noch wichtig fände, dass man, wenn man Olivenpaste benutzt, dann würde ich das, würde ich also das, die Salzmenge im Hauptteig mindestens um 3 Gramm reduzieren, ja. Und wenn man Körnerkochstück macht oder eben dieses Saatenquellstück, dass man da eben ein bisschen mehr Salz dazu tut, ja. Ja, Eben auch unbedingt, 3 Gramm. unbedingt. Ja, also ich salze meinen Teig, Salz auf Mehl 2,2%. Und so salze ich auch das Saatenquellstück. Also die trockenen Genau. Saaten 2,2%. Genau. Ja, Dehnen und Falten. Im Grunde könnte man auch die Olivenpaste einlaminieren, meinst du nicht? Doch, das ging ja auch. Ich mag aber ganz gern diese Kombination aus Olivenpaste im Teig und dann eben, wie bei meinen Olivenseelen, noch grüne Oliven einlaminiert oder eben mit Dehnen und Falten eingearbeitet, so als Kombination. Sehr schön. Okay, also laminiert werden Nüsse, Früchte, Trockenfrüchte, Oliven, Käse, Schafskäse. Klar, das Ganze würde
also teilweise zumindest zerrieben bei den Knetprozessen. Einfach unverständlich. Genau, ich würde also entweder mit laminieren oder eben mit denen unfalten. Da haben wir ja nachher auch noch ein Bild, wo man es genau sieht, wie ich das gemacht habe mit den Nüssen. Ja, das geht am besten, ja. Gut, das ist letztendlich das erste Bild nach dem Kneten. Und so sieht der Teig aus. So ein bisschen kann man erahnen, dass es eher ein weicher Teig ist. Und so sieht er dann nach dem ersten Dehnen und Falten aus. So aufgezogen. Und nee, im Grunde hat er schon so eine leichte Gare, ne? Hier hat er deutlichere Gare. Genau. Deutlichere Entwicklung, Teigentwicklung schon sehr schön. Die ersten Blasen sieht man. Ich Ja. glaube, dass viele nicht Und kommen. hier seht ihr letztendlich, wie die Nüsse da eingearbeitet, einlaminiert wurden. Und das ist jetzt die Ballengare oder die Stockgare am Ende. Und der nächste Schritt ist eben das Aufarbeiten. Hier seht ihr die Nüsse im Teig. Der Teig ist Ja, genau, das ist voluminös. aber, das ist schon das Bild, wo der Teig ausgekippt ist aus der Teigwanne. Genau, Das ist praktisch genau. die Unterseite, ne? Also hier auch schon, ne? Und hier ist er schon geteilt. Genau. Da sieht man auch schön, wie viel Stand der hat, ja? Erstens den Stand, zweitens Volumen, ne? Hat er schön Ja. bekommen. Ja. Also ist, man möchte gleich in den Teig greifen und das Teigstück zum Brot aufarbeiten. Zum Teigling. Okay. Hier hat es schon einiges an Gare, der Teigling. Und das ist tatsächlich, könnt ihr euch das vorstellen, das ist das Brot, das ihr hier noch als Teigling seht. Das hast du auf Stein gebacken, also auf Stahl gebacken, hast du gesagt, ne, Ja, Michael? auf deinem Pizzastahl mit dem neuen Schwadow, ne, mit dem kleinen, Ah ja. im normalen Und Haushaltsbackofen, im kleinen, wie ja. schwadest du? Wann, also du haust das Brot in den Ofen bei 250 Grad, haben wir gelernt. Und dann direkt mit heißem Wasser, ne. Und Also ich mache das Wasser in die Mikrowelle heiß oder im Wasserkocher, mache das in die Spritze und sobald das Brot drin ist, sofort in den heißen Schwadow, das heiße Wasser und Tür zu. Und ablassen dann nach 10 Minuten. Manchmal mache ich es auch überhaupt nicht. Ja. Das habe ich jetzt noch keinen großen Unterschied feststellen können. Ja. Okay, also hier das, was hier oben ist, ist der Schluss, ne? Und der Schluss kommt bei dir nach unten, sodass du, Genau. ja. Und einmal ordentlich eingeschnitten. Ja. Das ist einmal eingeschnitten. Genau. Und für mich, also für mich persönlich, würde ich sogar von der Gare fast noch länger lassen, weil ich ein bisschen weniger Ausbund bevorzuge. Aber die meisten mögen das so, deswegen habe ich das Rezept dann eben so. Ja, die Bilder sind gigantisch, finde ich. Also mir gefällt das sehr Ja, gut. schon schick. Ja, das stimmt, ja. Na, und die Das Krume. sieht man halt. Ja, ist wunderschönes Brot. Wunderschöne Fermentation. Tolles mediterranes Flair, Aroma. Das springt einen doch quasi an. Und dieses kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt möchte, wenn man jetzt vorhat zu grillen oder sowas, kann man auch einfach Stränge abstechen und die verdrehen und als Wurzelbrot backen. Das geht auch, das habe ich auch schon gemacht, ja. Oder eben nur abstechenden Strang wie Ciabatta. Das kann man dann wunderbar, wenn die Grillzeit jetzt losgeht, nachher noch mal ein bisschen einschneiden, mit ein bisschen Kräuter, Butter füllen und noch mal kurz in den Ofen tun. Also das ist eigentlich alles sehr variabel. Ich mache nachher auch noch, ich habe dieses Rezept auch in der Rohmehl-Variante mit einer höheren TA, das werde ich nachher noch in die Kommentare setzen. Ja. Das ist dann, wenn man ein bisschen rustikaler möchte. Ja. Ja.
Ja, also wie gesagt, der erste Schritt ist, die Grundlage dieser Variationsbreite kennenzulernen. Also dieses Grundrezept tatsächlich zu beherrschen, die Fermentation zu beherrschen, die Madre zu beherrschen. Um dann letztendlich ein solches Brot aus dem Ofen ziehen zu können. Das war's, ihr Lieben. Ich finde ein sensationelles Rezept und wer tatsächlich beherzigt, also tatsächlich als Ziel hat, ein Brot hefefrei mit Madre und einer milden Säure. Also vielleicht, Michel, beschreibst du nochmal die Aromen, wenn du in die Krume hineinriechst, was du da wahrnimmst. Ja, es riecht ganz, ganz weich, ganz, ich sage immer so ein leichtes Aroma nach Mandelmilch. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie ich das meine, aber es ist so leicht, ja, es hat eine ganz, ganz minimale Säure, ja, aber dann eben eher so ein, ja, süßliches Aroma, ja. Also überhaupt nicht so aufdringlich oder plump, ja, sondern wirklich. Und eben, wie gesagt, wenn man es noch ein bisschen würziger will, dann kann man eben auch andere Mehlsorten benutzen, ja. Zum Beispiel eben Ruchmehl, ja. Da würde ich aber dann das Wasser etwas erhöhen. Da schäle ich aber nachher das Rezept noch rein. Genau, und letztendlich müsst ihr für euch entscheiden, wie viel Wasser ihr reinnehmen könnt, wie weich der Teig letztendlich sein darf. Für mich Was ich war, noch, ja, sag ja, erstmal. mach du erst. Ne, also für Ja, mich wäre was es ich dann noch das richtig. Abschlusswort. Deshalb Ich sag wollte, was, genau, was ich noch kurz anmerken wollte, die Nüsse, ja, würde ich nicht einweichen, sondern eher in Olivenöl kurz anrösten, ja, weil dann werden die im Teig nicht so labberig, nicht so weich, gern. ja. Das ist ein guter Hinweis. Fände Das ich ist ein noch guter Hinweis, wichtig. ja. Dann ziehen die weniger Wasser, wenn die in Olivenöl. Das ist im Unterschied zum Trockenrösten vielleicht auch der entscheidende Punkt, dass ihr die im Olivenöl anröstet, damit die nicht so viel Wasser aufnehmen und knackig bleiben. Okay, also für mich waren es geniale Hinweise, ein geniales Rezept. Ganz herzlichen Dank, Michelle, dafür und auch für die Ausarbeitung des Rezeptes. Danke dir für diese tolle Präsentation wieder. Oh, gerne. Da haben wir uns jetzt wieder gegenseitig mit Lob Ja. beschmissen. Euch einen schönen Abend. Wir stehen zur Diskussion zur Verfügung im Chat die nächsten 2 Stunden auf jeden Fall. Wenn also noch Fragen sind, dann gleich im Anschluss. Und backt es nach, stellt es uns gerne in diesen Thread vor, damit wir die Ergebnisse vielleicht noch diskutieren. Und ich selber werde es nachbacken, unbedingt. Ich freue mich drauf. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Habt einen schönen Abend. Michelle, danke dir. Auf bald.